Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade eben schon mal die Sämaschine gestartet, hatte aber vergessen, Fraps einzuschalten. Also ihr habt eine Menge verpasst, nämlich genau 3,47 Sekunden. Um das jetzt wieder aufzuholen und zu verbessern, starten wir hier gleich mal den Güllestreuer. Mal gucken, ach du lieber Himmel, ich bin ja viel zu weit weg. Das müssen wir am Ende noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Ja, gut. Ja, auch das ist ohne entsprechend ausgeklappte Düsen nicht ganz so einfach festzustellen. Aber wie gesagt, der Dünger ist ja kostenlos. Von daher werden wir das verkraften können. Und im Moment haben wir ja noch Dünger im Überfluss. Aber wie auch schon in der letzten Folge gesagt, wir wollen ja auch später die größeren Felder hier dementsprechend ein bisschen mit kostenlosem Gülledünger versorgen. Also von daher ist es ganz gut, wenn wir jetzt schon mal ein bisschen hier in den Vorlauf treten und ein bisschen Vorrat ansammeln. Außerdem würde mich auch mal interessieren, wie viel denn so insgesamt da überhaupt reingeht. Habe ich auch noch keine Ahnung von. Vielleicht schaffen wir das in diesem Let's Play einmal herauszufinden, was überhaupt so ein Fassungsvermögen von so einem Tank hat. Manche sagen 500.000, manche sagen 1 Million Liter. Ich bin da echt mal gespannt, wie viel da wirklich reinpasst. Und ich denke mal, wenn wir das hier so weiterführen, werden wir das auch sehr bald herausfinden. Ha, stopp, langsam. Nicht irgendwie hier alles kaputt fahren. Hat aber gerade noch so hingehauen. Sehr gut. Sonst hätte ich gleich die nächsten dezenten Kritikpunkte von euch erhalten, zu Recht. Und das möchte ich ja nach Möglichkeit vermeiden. Oh, und ihr seht schon, also hier müssen wir einmal nachtanken, dann ist dieses Feld bereits fertig gedüngt. Das klappt also eigentlich ganz gut und auch ziemlich zügig. Natürlich mit der größeren Maschine später deutlich besser. Aber solange wir hier nur das kleine Feld haben, wird uns das doch eigentlich ausreichen. Da müssen wir ja nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Sollte schon alles so ein bisschen dem Größenverhältnis angepasst sein. Apropos Größenverhältnis, da hinten ist ja immer noch dieses kleine, klitzekleine Feld 9. Ach, das reizt mich immer noch. Und ich mache jetzt mal eins. Ich fahre jetzt mal schnell dahin, einfach mal aus Interesse. Will jetzt mal gucken, was kostet das Ding? Oh, 9.100 Euro. Also ich denke, ihr werdet mir nicht böse sein, wenn ich das Geld bei Gelegenheit investiere und hier noch ein entsprechendes kleines Feld kaufe. Da können wir nämlich hier zur Erweiterung von dem Feld 8 sozusagen das Ganze noch ein bisschen ergänzen und ich habe später endlich mein Solarfeld zusammen. Hehe. Ja, die Solarmodule kosten einen Haufen Geld. Die liegen bei über 120.000 Euro. Also das ist noch lange Zukunftsmusik. Aber so als kleine Ergänzung oder Erweiterung, denke ich mal, ist das ohne Probleme machbar. So, hier ist gar nichts mehr machbar. Gülletank leer, heißt nachfüllen. Ja, wäre von Vorteil. Dann können wir auch gleich mal schauen, wie viel wir überhaupt noch da drin haben. Ich glaube, so allzu viel ist es ja gar nicht. Werden wir uns jetzt mal überraschen lassen. Das Silo wird ja dann auch hoffentlich bald soweit sein, dass wir hier direkt Nachschub produzieren können. Von der Optik sieht das schon richtig groß aus. Ich denke mal, da werden ein paar Literchen reinpassen. Wir schauen mal, wir haben 112.000 Liter jetzt schon drin und das Ding, naja, ist noch nicht so richtig groß voll. Also ich sag mal, 500.000 sind garantiert realistisch. Da sollte also einiges noch reinpassen. Wenn wir die voll haben, auch später für die Felder hier hinten zum Beispiel, dann können wir hier mit dem großen Güllestreuer richtig schön präsig arbeiten und uns es gut gehen lassen. So, der kleine ist voll, hat auch nur 8.150 Liter Fassungsvermögen. Der große liegt, glaube ich, bei über 30.000, der ganz große. Das ist natürlich dann eine Größenordnung mit Düsen und mit allem drum und dran. Da können wir auch richtig professionell arbeiten, auch für solche Felder wie hier das 7er zum Beispiel. Ne? Mit dem kleinen müssten wir, glaube ich, dann so 5-6 Mal auffüllen. Ja, fällt mit dem großen flach. Einzigster Wermutstropfen bei der Geschichte ist, das Ding kostet richtig Asche. Kann euch das ja mal schnell zeigen. Wir gucken mal nach unseren Gerätetypen. Traktor, Frontleiter, Erntemaschine, Rückengruppe, Flüge, Seemaschine, Düngestreuer, Miststreuer, nein, Miststreuer nicht, Gülefässer, genau, 165.000 Euro kostet der. Zum Vergleich, wir haben 8.000 Liter,
der hat 19.000, der hat 32.000 Liter Fassungsvermögen. Mann, ist das Ding geil, ich will den haben. Aber 165.000 Euro, die müssen erstmal verdient sein. Das geht nicht ganz so schnell. Deswegen natürlich gucken, dass wir klein, aber permanent uns erweitern. So, bei der Gelegenheit werde ich hier mal gleich diese Lücke noch schließen. Dass auch das optimal gleich hier verschlossen und verbunden ist. So haben wir nämlich das Ganze in einem Schwung durchgedüngt. Das ist gut. So, jetzt fahren wir von hier hinten ran. Haben dann vorne, glaube ich, auch nochmal eine kleine Lücke, wo wir eben zu Ende waren. Aber ist ja auch kein Problem. Das können wir ja dann ohne Schwierigkeiten noch verschließen. Ja, da ist es. So, dann ist nämlich das Feld 8 auch durch und wenn das jetzt gleich fertig gedüngt ist, können wir die Zeit vordrehen. Ich habe nämlich rausgefunden, wenn wir während dem Düngen die Zeit vordrehen und die Wachstumsphase oder die Grenze praktisch da gerade durchläuft, kriegen wir einen Wachstumsversatz, weil natürlich nicht gedüngte Pflanzen nicht ganz so schnell gedeihen wie jetzt die bereits gedüngten. Von daher haben wir dann im Prinzip das Problem, dass wir hier einen Wachstumssprung haben sozusagen und hier einen Versatz innerhalb des Feldes. Das ist dann nicht so wirklich gut. Das wollen wir natürlich vermeiden. Von daher werden wir das entsprechend hier ein bisschen anpassen. So, das ist erledigt. Wir haben jetzt sozusagen alle Vorarbeiten durch. Ich werde jetzt auch mal den Gülletank hier vorne platzieren. Oder können wir auch gleich den Traktor mal auftanken. Wäre eigentlich auch eine Idee. Mal gucken. Ein bisschen näher ranfahren. So, schnell mal tanken. So, dann wechseln wir mal hier rüber, werden unsere Seekombi schnappen und werden die auch mal wieder zur BGA fahren. Ich bin ja schon überlegen, eigentlich müssten wir uns dann hier irgendwo auch mal einen Unterstand bauen, damit wir da unsere Geräte alle unterbringen können. Am besten irgendwo so halb zentral, zum Beispiel hier vielleicht vorne auf die Ecke, aber das ist dann im Drehen wieder blöd. Da müssen wir uns jedenfalls noch was einfallen lassen. Hier hinten wäre auch noch eine Variante. Aber da ist das vom Platz, glaube ich, mit dem Drehen auch ein bisschen eingeschränkt. Müssen mal gucken. Es gibt zwar oben am Feld 5 bereits einen Unterstand, aber der ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen weit weg. Da gucken wir mal, ob wir da vielleicht nicht irgendwas Besseres hinkriegen. So, hier fahre ich mal ein Stückchen weiter weg, kuppel das Kerlchen aber schon mal ab. Und jetzt lassen wir erstmal die Zeit vorlaufen. Jetzt können wir nämlich Gas geben. Das ist richtig gut. Wo sind wir hier? Da ist die Wachstumsstufe noch nicht so weit. Hier können wir schon wieder ein bisschen nachfüllen. Das ist natürlich perfekt, damit unsere Kühe auch optimal den Vorlauf haben. So, am besten noch mal kurz bis 16 Uhr warten. Dann sollte eigentlich genau jetzt das nächste rauslaufen. Dauert aber auch noch ein bisschen. Wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. 81%. Ich gucke aber jetzt nochmal schnell. Jawohl, Pflanzenwachstum steht auch schnell. Alles gut. Wir können jetzt also ganz gemächlich hier abwarten, bis wir sozusagen das Ganze fertig gegoren haben, um das nächste Geld zu verdienen. Ja, und dann würde ich mir doch eigentlich ganz gerne das kleine Feld da oben holen. Ich glaube allerdings, von der Wachstumsstufe werden wir das nicht hinkriegen, sonst vielleicht klappt das doch noch, je nachdem, wo die Wachstumsstufe gerade läuft. Könnte man nämlich das Feld 9 doch noch gleich mit in die nächste Ernte einziehen. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Sind jetzt bei 90%. Ja, dauert alles noch ein bisschen mit Wachstum, aber dafür ist hier das Silo gleich fertig. 92% haben wir schon. Gleich kann es hier nämlich dann schon rund gehen. Dann können wir hier nämlich direkt, ich mache schon mal das Licht an, weil ich glaube, es wird jetzt gleich ein wenig düster. So, noch 5%, noch 4%. Ha, Kühe-Produktivität 80%. Da schauen wir mal schnell rein. Ja, 2800 Liter, also auch die Kühe bringen so langsam wieder ein bisschen Milch. Und das Aufstocken auf 20 Kühe war, glaube ich, auch nicht so schlecht. So, wir gehen aber jetzt mal ganz schnell. Ja, da oben ist schon die nächste Wachstumsstufe durchgelaufen. Ist aber nicht schlimm. Wir gucken jetzt mal, wie das hier vorangeht. So, wenn wir hier das erste einfahren. Also ein bisschen über 100.000 Liter haben wir ja da. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da am Ende rauskommt für uns. Wir werden dementsprechend mal ein bisschen hier beschaufeln. Ist ja bei dem normalen, bei der normalen Geschwindigkeit auch nur eingeschränkt machbar. Auf der anderen Seite können wir auch hier die Zeit ruhig vorlaufen lassen. Zumindest so 60-fach.
Wir haben ja ein bisschen Arbeit vor uns, da kann das Feld in der Zeit oder die Felder ein wenig gedeihen und wachsen. Durch den Versatz ist das ja mit dem Feld 9 eigentlich dann wurscht, zumal wir ja jetzt auch gucken wollen, dass wir noch den Mähdrescher zusammenkriegen. Das dürfte aber eigentlich relativ zügig laufen. Ja, da würde ich sagen, kriegen wir das vielleicht sogar in diese Folge noch unter, dass wir uns den Mähdrescher holen und das Feld 9 noch holen. Das können wir in der nächsten Folge dann auch noch entsprechend bepflanzen. Da werden wir auch noch Raps reinmachen, können ja dann entsprechend warten, bis wir alles an Raps zusammen haben und dann hier richtig Gas geben. So. 28.973 Euro, 31, das heißt eben ist die Milch geholt worden, das brachte uns natürlich nochmal einen kleinen Vorteil und der Vorteil gestaltet sich insofern, dass wir jetzt schon mal das Geld zusammen haben für unseren Mähdrescher. Das ist schon mal gut, eigentlich wollte ich ja den M66 nicht mehr haben, aber für so ein kleines Feld da oben ist das vielleicht doch ein ganz gutes Einstiegsmodell. Wenn wir dann später hier das große Feld 7 zum Beispiel haben, dann können wir ja immer noch hier switchen und sagen, nö, wir machen was anderes. Wäre auch eine Idee. Aber wie gesagt, das nächste, was ich mir jetzt eigentlich dann zulegen möchte, wäre erstmal das Feld Nummer 14. Das ist da unten schön bei unserem großen Mähdrescher, beim 9-Tonnen-Monster. Da können wir nämlich wunderbar ein bisschen was machen. Und ich glaube, vom Geld kommen wir da sogar sehr gut hin. Ich habe das nämlich, glaube ich, mit dem Schwierigkeitsgrad etwas verwechselt. Denn wir müssen jetzt nochmal darauf achten. 10.000 Liter, 57.000 Euro. Mal gucken. Ich hatte ja mit etwas weniger gerechnet als 1 Liter pro Tonne. 1 Liter pro Tonne, nein, 1 Euro pro Liter, so rum. Das heißt, wenn wir jetzt über 67.000 sind, dann kommen wir auf alle Fälle doch noch besser bei weg als gedacht. So, unser Gülletank an der BGA füllt sich natürlich jetzt auch wieder gut. So, und wie sieht's aus? Ja, wir sind deutlich drüber. Und da haben wir natürlich gute Karten, sehr gute Karten, dass wir hier noch ein bisschen was erreichen. Das ist wunderbar, das gefällt mir total gut. Wir sind jetzt bei 50.000 noch verbleibenden Litern, dürfte also so 53.000, 55.000 Euro geben. Könnte im Optimalfall also für den Drescher sowieso und vielleicht sogar fast schon für das Feld reichen. Oder wir nehmen erstmal das Feld 9 mit dazu, da brauchen wir ja dann nicht mehr viel Geld. Und sobald die Gersteernte unten durch ist, die sollte ja als erstes fällig werden, müssten wir eigentlich das Geld auch zusammenkriegen für das andere Patent. So, ich muss mal ganz kurz hier um die Ecke rum. So, da ist nämlich der Lüfter von meinem Wechselrichter von der Solaranlage gerade eingegangen, angeschaltet. Und das ist ein blödes Rauschen und Brummen, das will ich euch nicht zumuten. Strom sparen hin oder her, aber darunter soll natürlich nicht die Qualität hier leiden. So, und wir kommen gut voran. Haben jetzt noch 30.000 Liter drin. Ich habe da ja schon... Uiuiui, das wäre natürlich ein perfektes. Da müssen wir mal gucken. Apropos gucken, schnell mal schauen. Oh, das Wachstum bewegt sich voran, das ist gut. Würde es vielleicht sogar für Mähdrescher und das Feld 14 reichen? Das wäre natürlich Bombe. Wir gucken mal. Weil den Mähdrescher brauchen wir jetzt auf alle Fälle. Oder wir müssten wirklich einmal dann sozusagen mit dem Großen hier hochfahren. Aber das ist eine weite Strecke, das dauert sehr, sehr lange. Und ja, da gehen dann auch gleich wieder 4-5 Minuten drauf mit Hin- und Rückfahrt. Weiß nicht, ob das so gut ist. Aber wir gucken jetzt erstmal, was uns noch erwartet. 30.000 Liter haben wir ja noch. So, und das Geld für Feld 14 haben wir eigentlich jetzt schon zusammen. Müssen wir nur mal schauen, ob das vielleicht sogar auch für den Mähdrescher noch mitreicht. Das wäre natürlich das Perfekte. Das absolut Perfekte. So. 107.000 haben wir schon zusammen. Ja, ich glaube, das wird nicht reichen. Da wird ein klein bisschen was fehlen. Da wird ein klein bisschen was fehlen. Aber okay, die zwei Schaufeln, drei, machen wir ja jetzt noch in der Folge durch. Und dann sehen wir auf alle Fälle zu Beginn der nächsten Folge,
wie weit wir sind, was uns noch fehlt und was wir noch machen können. Also ich denke mal, den Mähdrescher sollten wir als allererstes kaufen. Das ist wichtig, damit wir es hier oben abernten können. Das heißt, uns würde natürlich dann ein bisschen Geld fehlen. Aber wie viel, das ist die Frage. Das Feld 9, das können wir, glaube ich, dann nach der Ernte irgendwann zwischendurch mal schnell holen. Das kostet ja nicht wirklich viel. So, 120.000, ja, das gibt 132.000, da fehlen 4.000, 5.000 Euro. Das ist ärgerlich. Das ist echt doof. Aber gut, da können wir jetzt erst einmal noch nichts machen. Und so viel Milch werden die Kühe auch nicht produzieren, dass wir hier sozusagen direkt in noch damit die Lücke schließen können. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass die Kühe einiges an Milch produzieren. Wir können ja mal gerade schauen, wo wir da stehen mit der Milch. So, wir spulen nochmal, ups, falsche Taste, da wollte ich hin. Wir spulen mit der Zeit nochmal ganz nach vorne. Ja, 2300 Liter, das wird nicht so ganz ausreichen, glaube ich. So, oh, 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 ja, da fehlt wirklich gar nicht viel. Da fehlt gar nicht viel. Aber was uns da jetzt genau fehlt und was wir dann jetzt am besten machen, wie wir da einsteigen und was wir uns holen, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Denn die Zeit ist leider schon wieder rum. Das ist natürlich auch blöd. Wir haben ja jetzt nicht mehr genug Zeit, um das alles nochmal zu gucken. Wir werden aber in der nächsten Folge als erstes mal schauen, was das Feld 14 genau kostet. Dann werden wir gucken mit unserem Mähdrescher, der ja um die 37.000 Euro kostet. So, hier sind wir durch, ne? So, und mit dem Feld, da gucken wir jetzt, oder wollen wir jetzt nochmal schnell gucken? Wir sind ja eigentlich hier in der Nähe. Komm, wir rennen mal schnell darüber. Die Minute gebe ich uns jetzt noch. 133.000 Euro haben wir. Ha, das wäre zu schön, aber das Feld kostet über 100.000. Das weiß ich. Und deswegen reicht es leider nicht. Mist, Mist, Mist. Wenn wir jetzt das Feld kaufen, haben wir oben keinen Mähdrescher. So, wir gucken mal schnell. 102.000 Euro kostet das. Das heißt, wir hätten noch 31.000 übrig. Und 31.000 Euro würde gar nicht reichen. Da fehlen uns noch 6.500 Euro. Die kriegen wir auch durch die Milch nicht rein. Das heißt, da müssen wir dann gucken, wie wir das Ganze machen. Ja, ich habe da eine Idee. Das zeige ich euch in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.